irgendwie versagt. nicht so, die waren nicht von hier. Also ich könnte das vorlesen, oder hat mir mein Sohn aus dem Antiquariat Größterin Rebe, das ist auch nette Gedichte. Also das, hier hätten wir eins. Wollen Sie lieber den Adolf Gott drücken? Dann können Sie gleich mal gucken, wie... Sie können es besser. Also, aber ich lese es immer gerne vor, weil das so nett ist. Also, Ruhe. Ach, Woi zu trinken ist es gut. Ein Weinberg Pflege ist schon schwer. Ein Wein zu Pflege noch viel mehr. Und schließlich sagt man es gesund. Ach, Woi zu trinken ist es gut. Der Wein macht alles so selig, erst hört man Fliese, klar und ölig, dann sieht man golden stehen im Glase und riecht blumig mit der Nase. Dann fühlt man kellerkühl in Trauben, dann schmeckt man erst Zunge und Gaumen, erst wenn der ganze Mund dabei ist, so weiß man, was es für Wein ist. Das erste Gläschen schmeckt nicht sauer, erst nach ziemlich langer Dauer. Schaust du dich die letzte Koppe, trinke von deinem ersten Schoppe. Und das ist eine nette Zeile. Das ist noch aus der Zeit, als die Mainzer auch die Rheingauer Weine getrunken haben. Trockene Rieslingweine. Und das muss man ein bisschen auch in diesem Zusammenhang sehen. Das meine ich. Deswegen finde ich auch so schön. Naja. Und dann bestellst du dir den zweite, den kannst du dann schon besser leiden. Du musst dich mit dem Geschmack versöhne und du musst dich langsam gewöhne. Beim dritten wärst du aber munter, dein Backe und dein Los wären wunder. Bei jedem Schlucken des Meeres beständig, allmählich wird der Geist lebendig. Ein Wink voll Würde nach dem Wirte und still vergnügt bringt er der Vierte. Bei dem, das hätte ich bald vergessen, du musst unbedingt was essen. Dann du der Fünfte. Glänzende Ideen, was einfällt, die noch nie im Leben und was nie gerät sich im Leben. Und danach sitzt du vor dem Sechsten, jetzt liebst du bekannt dein Nächste. Dein Todfeind in normalen Zeiten, du redest per Du und kannst leiden. Der siebte Halbe, der ist kritisch, er macht die Menschen leicht politisch. Losen weg, ganz still, sagt er, ihn überhebt. An jeder Lese, du machst Gläschen, gehört dem Menschen eine Stunde Gläschen. Das reizt den Daumen, stärkt den Magen, trotzdem wird er wieder in den Magen. Das wäre jetzt also schon die Neunte. Um dich herum sind nur noch Freunde. Wenn jemand ein anderes Mal kennt, aber ich finde es einfach super. Deswegen.